Und so wie wir es gestern bei der Tagesordnung besprochen haben, ist als erster Tagesordnungspunkt nach der Pause am Freitag Tagesordnungspunkt 42 jetzt zu behandeln. Der ist überschrieben mit Ehrung des Andenkens an Marwa El-Jabini. Und wir hatten verabredet bei der Tagesordnung auch eine Rederecht. Ich hatte ganz kurz auch mit den Einreichern mich in der Pause verständigt. Wir würden zunächst beginnen mit dem Rederecht für Frau Voigt. Und anschließend würde in der Fraktionsrunde ohnehin Fraktion Die Linke beginnen und mit Frau Dr. Geitsch wir in dieser Fraktionsrunde dann auch die einzelnen Punkte der Einreicher mit integrieren. Insoweit darf ich zunächst nach vorne bitten, als Gast in unserem Hause, Frau Voigt, herzlich willkommen. Kommen Sie zu uns hier vor und Sie haben 5 Minuten auch Redezeit. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträten und Räte, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bedanke mich erstmal bei der Fraktion Die Linke und bei Dr. Margot Gattis für die Einladung, um einen kurzen Redebeitrag über eine wichtige Entscheidung zu halten. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Yumna Voigt. Ich bin die stellvertretende Vorsitzende des Ausländer- und Integrationsbeirats in Dresden und die ehemalige Marwa El-Jabini ist Mediatorin. Heute geht es um Marwa. Marwa war eine Frau, welche die Gesellschaft bereicherte. Sie war mutig, indem sie sich gegen Rassismus und Islamfeindlichkeit gewehrt hat. Leider hat ihr Mut ihr das Leben gekostet. Lassen Sie mich bitte kurz von ihr erzählen. Die ägyptische Pharmazeutin Marwa zog 2008 mit ihrem Ehemann und Sohn nach Dresden. Hier arbeitete sie als Apothekerin. Ihr Mann, Alwi Ali Aukaz, war Doktorand am Max-Planck-Institut. Im August 2008 wurde Marwa El-Jabini von ihrem späteren Mörder, Alex P., auf einem Dresdner Spielplatz als Islamisten und Terroristen beschimpft. Nach ihrer Anzeige bei der Polizei kam es am 1. Juli 2009 Gerichtsverhandlung im Dresdner Landgericht, bei der die schwangere Marwa El-Jabini als Zeugin aussagte. Ihr Mann und ihr 3-jähriger Sohn begleiteten sie an diesem Tag. Im Gerichtssaal wurde sie von Alex W. erneut rassistisch beleidigt. Als sie den Saal mit ihrem Kind an der Hand verlassen wollte, zog Alex überraschend ein Messer aus seinem Rucksack, ging auf sie zu und stach mehrfach auf sie ein. Ali Alwi Aukaz stürzte sich auf den Mörder, rang mit ihm um das Messer. Dabei würde er auch mit mehreren lebensgefährlichen Stichwunden verletzt. Ein Polizeibeamter aus dem Nachbarsaal betrat den Verhandlungsraum und schoss mit seiner Dienstwaffe auf Alwi Ali Aukaz, den Ehemann, den er von den Tätern hielt. Marwa starb vor den Augen ihres 3-jährigen Sohns. Alwi Ali Aukaz überlebte schwer verletzt. Heute stehe ich hier als Teil Dresdens, als Frau und Muslime, die selbst auch vom Rassismus betroffen ist, die anstelle Marwas sein könnte. Laut der Statistik der RAA Dresden über rechtsmotivierte und rassistische Gewalt in Sachsen 2019 zählten die Opferberatungsstellen in Sachsen 226 rechtsmotivierte und rassistische Angriffe. Damit sank zwar die Zahl gemeldeter Vorgänge im Vergleich zum Vorjahr, 317 Personen, um 29%. Es waren aber immer noch
276 Menschen von diesen Angriffen direkt betroffen sind. Im 10-Jahres-Verlauf hält sich die Anzahl rechtsmotivierter und rassistischer Angriffe in Sachsen jedoch bedauerlicherweise weiter unverändert auf einem anhaltenden hohen Niveau. Zumal viele der Vorfälle aus unterschiedlichen Gründen nie zur Anzeige gebracht werden. Rechte, rassistische und antisemitische Gewalt tötet und vergiftet unsere Gesellschaft. Dies zu verleugnen, bringt uns nicht weiter. Es sollte deshalb hier stets erinnert, gedenkt und ermahnt werden. Die Dresdner Stadtgesellschaft braucht einen Ort, der Marua gedenkt, der die Menschen an ihre Geschichte erinnert. Einen Ort, der die tödliche Realität rechtlicher, rassistischer und antisemitischer Gewalt deutlich macht und gleichzeitig einen Ort der vielen. Ein sichtbares Zeichen der Unterstützung und Solidarität. Eine Bewilligung des Antrags, welcher von mehreren Fraktionen und Vereinen befürwortet und gut geheißen wird, ist keineswegs ein Skandal oder würde gar den Ruf der Stadt Dresden zerstören. Ganz im Gegenteil. Dem vorgeschlagenen Platz vor dem Landgericht den Namen von Marua zu verleihen, bestätigt, dass die Stadt sich für die Unversehrtheit aller Menschen und den Schutz der Menschenwürde einsetzt. Ich bin überzeugt, dass dieses klare Zeichen gegen Rassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung unserer Stadt gut zu Gesicht stehen würde. Die Platzbenennung wird diejenigen ermutigen, welche sich tagtäglich gegen rassistische, rechte und antisemitische Gewalt engagieren. Ich hoffe daher, dass Ihre Entscheidung diese Aspekte mit einbezieht und Sie sich daher zugunsten der vorgeschlagenen Platzbenennung entscheiden. Vielen lieben Dank. Ja, vielen Dank, Frau Fuad, für Ihr Engagement, aber auch für Ihren Mut, den Sie nicht nur heute und hier zeigen, sondern auch gerade auch als Mawa El-Shabini-Stipendiatin in den vergangenen Jahren für die Stadt im Einsatz gewesen sind. Jetzt steigen wir ein in die Fraktionsrunde, wie ich es eingangs gesagt habe. Es beginnt Fraktion Die Linke, Frau Dr. Geitsch. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, liebe Gäste, liebe Menschen am Livestream. Liebe Jamla, von diesem Ort noch einmal recht herzlichen Dank für deinen Beitrag und ich wünsche dir weiterhin sehr, sehr viel Erfolg hier in Dresden und hoffentlich, und das wünsche ich dir ganz besonders, ein ruhiges und glückliches Leben. Wir, die Fraktionen der Grünen, der SPD und der Linken, haben diesen Antrag eingereicht, weil wir damit einen Ort für die Öffentlichkeit, einen Ort der öffentlichen Erinnerung schaffen möchten, der zum einen der Persönlichkeit der Ägypterin Marwa El-Shabini gerecht wird und zugleich eine Verbindung zum Ort der Bluttat, nämlich dem Landgericht, herstellt. Bei der Besichtigung des Geländes um das Landgericht erschien uns die Grünanlage vor dem Landgericht sofort als geeignet. Zumal sie jetzt auch wieder in einem guten Licht erscheint, nachdem alle Bänke dort wieder repariert sind. Der Vorteil für eine Benennung ist, rein technisch gesehen, dass diese Anlage noch keinen Namen trägt. Damit brauchen keine Postanschriften umbenannt werden. Auch gibt es eine große Zustimmung der Angehörigen, mit denen wir natürlich auch Kontakt aufgenommen hatten. Mit der Benennung dieses Platzes als Marwa El-Shabini Park würden wir einen guten Dreiklang erreichen, nämlich einen Dreiklang zwischen der Tafel, die es bereits, der Erinnerungstafel, die es bereits im Foyer des Landgerichtes gibt, zwischen dem Stipendium, die dritte Stipendiatin, die haben wir gerade gehört, und eben einem Ort für die Öffentlichkeit. Wir sind überzeugt davon,
dass es allen demokratisch gesinnten Stadträtinnen und Stadträten leicht fallen sollte, unserem Antrag zuzustimmen. Dankeschön. Als nächstes ist die SPD-Fraktion an der Reihe, Herr Kaniewski. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen. Marwa El-Shabini war Mutter, sie war Tochter, sie war Ehefrau. Marwa El-Shabini war Kollegin, sie war Freundin und das Wichtigste, sie war Bürgerin unserer Stadt. Marwa El-Shabini lebte hier unter den Dresdnerinnen und Dresdnern. Sie war ein Teil unserer Stadtgesellschaft. Vor 11 Jahren wurde Marwa El-Shabini ermordet im Landgericht, wie gerade eben schon angesprochen wurde. Marwa El-Shabini wurde ermordet, weil sie den Rechtsstaat um Hilfe bat, weil sie es sich nicht gefallen lassen wollte, dass sie rassistisch beleidigt wird. Marwa El-Shabini wurde, wie viele Muslime, Jüdinnen und Juden, People of Color, Opfer von Fremdenfeindlichkeit. Vor den Augen ihres Sohnes wurde sie als Terroristin und als Islamistin bezeichnet. Und Marwa wollte das nicht runterschlucken, sondern hat gesagt, ich wähle den Weg, der mir richtig erscheint und wende mich an die Justiz. Marwa hat rechtsstaatliche Mittel in Kauf genommen, um die Person, die sie beleidigt hat, zur Rechenschaft zu ziehen und auch um ein Symbol zu setzen, dass Rassismus in unserer Gesellschaft keinen Platz hat. Der Preis für ihr couragiertes Handeln ist gewesen, dass Marwa noch im Gerichtssaal von der Person, die sie beleidigt hat, mit 16 Messerstichen ermordet wurde. Vor den Augen ihres Sohnes, vor den Augen ihres Mannes und mit ihrem ungeborenen Kind im Bauch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben über Gedenkkultur in dieser Stadt in den letzten Jahren schon häufig gestritten, schon häufig diskutiert, was der richtige Weg ist, wie wir in Dresden gedenken können, zu verschiedensten Daten, zu verschiedensten Themen. Wir müssen uns immer wieder vergegenwärtigen, dass in dieser Stadt nicht nur das Schöne gezeigt werden darf. Dresden ist nicht nur die Stadt der Könige und Prinzen und der Kunst und Kultur. Dresden ist auch die Stadt von Georges Gomundai, vom Judenlager am Hellerberg und von Marwa El-Shabini. Und der Antrag, der Ihnen heute vorliegt, bietet die Möglichkeit, einen traurigen Teil unserer Dresdner Geschichte auch öffentlich zu zeigen. Mit diesem Antrag der Umbenennung oder der Neubenennung des Parks in Marwa El-Shabini Park haben wir die Chance, in Dresden unseren Teil für Gedenkkultur beizutragen. Nicht immer nur das Schöne zeigen, sondern auch das, was uns mahnen soll. Nicht nur die Stadtgesellschaft, sondern auch diejenigen als Mahnung zu schützen, die rechtsstaatliche Mittel in Anspruch nehmen wollen, um gegen Rassismus, um gegen Rechtsextremismus, um gegen Fremdenfeindlichkeit aufzubegehren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde mich über dieses Zeichen sehr freuen, wenn wir als Stadtrat heute zeigen können, wir holen Marwa El-Shabini mit diesem Beschluss ein Stück weit zurück in unsere Mitte, soweit es möglich ist, als Stadt. Und ich glaube, das ist wichtig, denn es mahnt und es hilft, darüber nachzudenken, was hier in unserer Gesellschaft wieder möglich geworden ist. Ein Sozialdemokrat, den ich sehr schätze, Otto Wels, hat in der letzten freien Rede
im Deutschen Reichstag, damals in der Krolloper, gesagt: Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Und genau das ist es, was wir heute mit diesem Beschluss tun können: ein Stück weit die Ehre einer Frau zurückgeben, die couragiert gegen Rassismus, gegen Fremdenfeindlichkeit eingestanden hat. Lassen Sie uns alle daran mitwirken, dass Rechtsextreme und dass Rassisten den Engagierten die Ehre nicht nehmen. Vielen Dank. Als nächste Fraktion ist die FDP-Fraktion an der Reihe. Herr Haase. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Benennung von Straßen und Plätzen im öffentlichen Raum ist häufig genug ein emotional besetztes Thema, denn dabei geht es immer um Fragen der Selbstvergewisserung, der Sinnstiftung oder der politischen Symbolik. Besonders emotional wird die Debatte, wenn es dabei um Personennamen geht. Selten lässt sich in einer Gesellschaft, schon gar nicht in einer pluralistischen, ein Konsens über die Bedeutung und das Verdienst dieses oder jenes Menschen herstellen. Der damit einhergehende Hang zur Heroisierung und Popularisierung schadet häufig mehr, als er nutzt. Dies betrifft insbesondere auch dann zu, wenn bei der Namensgebung Opfer politischer Gewalt ausgewählt werden. Der Drang zur Sakralisierung ist in diesem Fall besonders deutlich spürbar. Die Grenze zwischen Sacrifice und Victims verschwindet dabei nur allzu leicht. Wir sollten also Vorsicht walten lassen, wenn es um die Würdigung von Menschen geht, die unter gewaltsamen Umständen zum Tode gekommen sind. Ihr individuelles Leid sollte uns natürlich dauern und zum Handeln veranlassen. Es ist aber auf keinen Fall dazu geeignet, zum Objekt von Symbolpolitik zu werden, bei der es darum geht, den jeweils anderen moralisch vorzuführen. Sich selbst und anderen zu beweisen, dass man zu den vermeintlich besseren Menschen gehört, auf der richtigen Seite steht, das Richtige tut, ein solches Verhalten wird den Opfern von Gewaltakten niemals gerecht. Genau dies ist jedoch vor Jahren im Fall Marwa El-Sherwini geschehen. Eine Debatte, die von Vorwürfen und Schuldzuweisungen nur so strotzte, die eine vergiftete Atmosphäre hinterließ und eine Diskussion hervorbrachte, die in der republikweit bekannt gewordenen Floskel vom Netz der Schande gipfelte. Nun, 8 Jahre danach, geht es heute wieder um die Frage einer angemessenen öffentlichen Würdigung für Marwa El-Sherwini. Um es an dieser Stelle ganz deutlich zu machen: Rassismus darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Und wir Demokraten müssen alles dafür tun, unsere offene und pluralistische Gesellschaft gegen dieses schleichende Gift zu verteidigen. Dass es in unserer Stadt offenkundig Menschen gibt, die das nicht so sehen, und im Zweifelsfall auch dazu bereit sind, Gewalt auszuüben, um ihr krudes Menschenbild durchzusetzen, muss uns zum Handeln veranlassen. Da ist es gut und richtig, dass wir heute dieses Zeichen setzen. Es ist auch ein klares Bekenntnis zum Menschenbild des Grundgesetzes, dem wir schließlich alle verpflichtet sind. Deshalb werde ich persönlich heute auch diesem interfraktionellen Antrag zustimmen. Mir ist dabei völlig bewusst, dass sowohl in meiner eigenen Fraktion als auch im bürgerlichen Lager überhaupt das Ganze als eine neue Attitüde linker Symbolpolitik angesehen werden wird. Daher mein Appell an die Kolleginnen und Kollegen auf der rechten Seite des politischen Spektrums, sich bitte noch einmal vor Augen zu führen, worum es bei dieser Abstimmung geht. Es geht hier zum einen um die Genugtuung für ein Opfer rassistischer Gewalt und dessen Familie. Dies steht natürlich auch stellvertretend für andere, die in den letzten Jahren Ähnliches erleben mussten. Es geht aber auch darum zu erkennen, dass es in unserer Stadtgesellschaft durchaus Menschen gibt, denen unser Wertesystem völlig egal ist und für die eben nicht alle Menschen gleich viel wert sind. Hier sollten wir nicht wegschauen oder das Problem relativieren. Warum fällt es uns im bürgerlichen Lager eigentlich so schwer, in dieser Hinsicht ein klares Bekenntnis abzugeben? Vielleicht, weil die Täterinnen und Täter aus der Mitte der Gesellschaft kommen, mitunter Freunde, Nachbarn oder Arbeitskollegen sind? Es erfordert eben auch viel persönliche Courage, sich dem Alltagsrassismus entgegenzustellen
und deutlich zu machen, wo die Grenzen von Sitte und Anstand liegen. Wenn wir uns also nicht ständig vom linken Lager vorführen lassen wollen, dann müssen wir unsere Haltung und unser Verhalten diesbezüglich überdenken. Ich persönlich hätte mich gefreut, wenn dieser Antrag auf eine breitere Basis gestellt worden wäre und auch Unterstützer im bürgerlichen Lager gefunden hätte, wie das vor kurzem unter anderem am Antrag für das Jüdische Museum gelungen ist. Dies setzt freilich natürlich auch die Gesprächsbereitschaft auf der Seite der Antragsteller voraus. Ich wünsche mir, dass wir heute den Mut finden, dieses klare Signal in die Stadt hinauszusenden und hoffe, dass möglichst viele Stadträtinnen und Stadträte fraktionsübergreifend diesem Antrag zustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wird Freie Wähler das Wort gewünscht? Ist nicht der Fall. Dann Bündnis 90 Die Grünen, Frau Siebenmeier. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Straßen und Plätze werden nach Personen benannt, um an sie zu erinnern. Und ich möchte gleich zu Beginn sagen, dass das heute nicht nur eine politische Initiative ist, die wir uns im Rathaus ausgedacht haben, sondern dass wir durchaus vor der Einreichung des Antrages Kontakt mit den Angehörigen aufgenommen haben, denn das gebietet dieses traurige Geschehen, über das wir heute hier einmal mehr reden sollten. Wir wollen mit unserem Antrag den Platz vor dem Dresdner Landgericht nach Marwa el-Shabini benennen und damit an ihren tragischen Tod 2009 erinnern. Wir haben den Antrag vor einem Jahr, als sich dieser Todestag zum 10. Mal jährte, eingereicht. Und ich weiß, es wurde schon gesagt, aber ich denke, auch um ihr zu gedenken, ist es wichtig, die traurige Wahrheit einmal mehr zu wiederholen. Marwa el-Shabini ist einem rassistischen Mord zum Opfer gefallen in einem Gerichtssaal, in dem der wegen rassistischen Beleidigungen Angeklagte verurteilt werden sollte. In einem Gerichtssaal, in dem dieser Mann zum Mörder wurde. Marwa el-Shabini starb nach 18 Messerstichen, verblutete vor den Augen ihres dreijährigen Sohnes, ihres Mannes, der selbst schwer verletzt wurde, als er um Hilfe eilte. Sie starb mit einem ungeborenen Kind im Bauch, im Alter von 31 Jahren. Es gibt viele Gründe, warum wir an Marwa el-Shabini erinnern sollten. Zunächst einmal, sie war eine starke Frau. Sie widerspricht vielen Vorurteilen, die muslimische Frauen, die ein Kopftuch tragen, oft aushalten müssen. Sie war eine studierte Frau, die hier als Apothekerin gearbeitet hat. Sie war eine Frau, die die Werte unseres Grundgesetzes lebte. Als sie auf dem Spielplatz mit ihrem kleinen Sohn als Islamistin und Terroristin beschimpft wurde, nahm sie das eben nicht einfach hin. Sie erstattete eine Anzeige und stellte sich im Gerichtssaal der Situation erneut. Sie erinnert uns daran, dass Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ein alltägliches Problem ist. In unserer Stadt, auch hier, heute in Dresden. Und es sind nicht nur Worte, es sind Bedrohungen, aus denen Taten werden können. Es ist der Versuch, Menschen einzuschüchtern, aus unserer Gesellschaft auszugrenzen. Und es ist ein aktuelles Problem. Erst gestern haben wir über den internationalen Gemeinschaftsgarten in Prohles geredet, in den eine schwarz-weiß-rote Patronenhülse gelegt wurde in den Farben des Dritten Reiches. Seit 5 Jahren bin ich im Stadtrat und zu keinem Thema habe ich mich so oft geäußert wie zum Alltagsrassismus in unserer Stadt. Manchmal scheinen meine Worte fast aufgebraucht. Aber auch daran, denke ich, erinnert Marwa el-Shabini uns. Sie erinnert daran, wie wichtig es ist, das Problem beim Namen zu nennen, immer und immer wieder gemeinsam, solidarisch dagegen zu stehen. Und es reicht aus meiner Sicht eben nicht aus, einfach nur nicht rassistisch zu sein. Nein, wir müssen alle miteinander antirassistisch sein. Sie mahnt uns, darüber nachzudenken, wie sensibel wir als weiße Menschen, die wir in Deutschland geboren sind, mit diesem Thema umgehen. Einige sind offen rassistisch, viele sind es unbewusst.
Ich glaube, wir müssen mehr Menschen, die Rassismus erleben, zu Wort kommen lassen. Wir müssen ihnen zuhören und verstehen, wo Rassismus im Alltag beginnt. Und wir müssen uns dessen bewusst sein, dass wir, die wir hier in diesem Saal sitzen, zur Mehrheitsgesellschaft gehören. Dass es unser Privileg ist, weiß zu sein. Es ist notwendig, unser Handeln, auch das staatlich-institutionelle Handeln, kritisch zu reflektieren. Wir haben kein Recht dazu, Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft anders zu behandeln. Und dennoch passiert es viel zu häufig. Menschen mit anderer Hautfarbe werden um ein Vielfaches häufiger kontrolliert, das sogenannte Racial Profiling der Polizei. Was das im Alltag bedeutet, merke ich zum Beispiel, wenn mir Freunde, People of Color, sagen, lass uns lieber nicht im Café im Hauptbahnhof treffen, dann komme ich mit Sicherheit zu spät aufgrund der Kontrollen. Rassismus ist ein Problem in unserer Gesellschaft. Lassen wir es auf uns wirken. Hören wir auf, es zu relativieren. Lassen wir eine offene, ehrliche Debatte dazu zu, in der vor allem die Betroffenen zu Wort kommen, dann kann das ein Anfang sein für eine Veränderung. Ich bitte um Unterstützung zu unserem Antrag. Wird CDU das Wort gewünscht? Dann AfD-Fraktion, Herr Rentsch. Sehr geehrter Oberbürgermeister, geehrte Stadträte, liebe Bürger. Zuerst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass das angebliche Zitat Goethes, das Land, das die Fremden nicht beschützt, geht bald unter, in der Begründung des Antrages offensichtlich falsch zugeschrieben ist. Der Auszug aus dem westöstlichen Divan Goethes lautet wie folgt. Als der persische Botschafter Mirza Abul Hasan Khan sich in Petersburg befand, ersuchte man ihn um einige Zeilen seiner Handschrift. So steht geschrieben. Ich bin durch die ganze Welt gereist, bin lange mit vielen Personen umgegangen. Willst du einen guten Namen erwerben, so behandle mit Achtung Kaufleute und Gesandte. Die Großen behandeln Reisende wohl, um sich einen guten Ruf zu machen. Das Land, das die Fremden nicht beschützt, geht bald unter. Sei ein Freund der Fremden und Reisenden, denn sie sind als Mittel eines guten Rufes zu betrachten. Sei gastfrei, schätze die Vorüberziehenden, hüte dich, ungerecht gegen sie zu sein. Wer diesen Rat des Gesandten befolgt, wird gewiss Vorteil davon ziehen. In diesem Text steht nichts geschrieben von dem Gewähren kultureller Konflikte im eigenen Land. Was aber hat es eigentlich mit diesem Antrag auf sich? Es geht dabei im Kern um die Verankerung des politischen Versagens der damaligen Regierung. Für die hiesige Stadtpolitik ist es jedoch mehr als eine schmale Gratwanderung, wie viel öffentlicher Raum dieser abscheulichen Tat eingeräumt werden soll. Wie werden wohl die Antragsteller mit all jenen umgehen, die in der vergangenen Dekade infolge eines unnatürlichen Todes das Zeitliche hier in Dresden zu früh gesegnet haben? Dazu sei auf einen Artikel in der SZ vom 25.05.2020 verwiesen. Zu viele tote Kinder in Dresden. Leo 5 und Maya 2 Jahre, erwürgt durch Laurent F. im Mai 2019 in der Dresdner Neustadt. Sylka 3 und Martina 6 Jahre, erschlagen durch Eduardo A. in Gobitz im Juli 2018. Ramush 5 und Laura 4 Jahre, zu Tode gefahren durch Shaib B. im September 2015. Khaled Idris Barai und die 41-jährige Vietnamesin Thu sind ebenfalls hier in Dresden zu früh aus dem Leben geschieden. An dieser Stelle möchte ich auf den Fall Khaled eingehen, der bezeichnend ist für die politische Instrumentalisierung des Zeitgeschehens. Der Todesfall Khaled Idris Barai war ein Gewaltverbrechen, dem ein Asylbewerber aus Eritrea am 12. Januar 2015 in Dresden zum Opfer fiel. Besondere Bekanntheit erlangte der Fall, da zuerst über einen rassistischen Tathintergrund spekuliert worden war. Am 22. Januar 2015 gestand Hassan S.
ein 26-jähriger eritreischer Mitbewohner Bareis, das Opfer erstochen zu haben. Zuvor gab es Kundgebungen und Mahnwachen, aber auch Vorwürfe gegen die Dresdner Polizei. Der vorliegende Antrag verfestigt mit dem unverhältnismäßigen Umgang des Falles Marwa El-Scherbini eine politische Hierarchie der Opfer. Wenn Sie, liebe Parteien, und Sie, Herr Oberbürgermeister, es ernst meinen mit der Demokratie in dieser Stadt, dann lassen Sie in einem Bürgerentscheid zuzüglich alternativer Namensbenennungen darüber entscheiden, wie der Park zukünftig genannt werden soll. Vielen Dank fürs Zuhören. So, damit wäre die Fraktionsrunde abgeschlossen. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. Achtunddreißig Ja-Stimmen, 14 Nein bei 14 Enthaltungen, damit so angenommen. So, jetzt